Bastelzeit und heute sind wir mal wieder im Netzteilsektor unterwegs. Ja, ich hatte ja schon ein paar hier vorgestellt. Beim letzten hatte ich schon gesagt, ja, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Spannung, so 100 Volt wäre gut. Das würde ich schon gerne haben und hey, es war gerade irgendwie so Angebotssaison. Ich habe da mal was geklickt. Ja, das hier ist, wie wir sehen können, ein Wanptec NPS 1203W. Ja, das Ganze ist ein Netzteil, wenig überraschend, sehr einfach gehaltenes, aber 1203, 120 Volt Maximum bei 3 Ampere. Das klingt auf jeden Fall schon mal so, als ob man damit ein bisschen was machen kann und das meine Lücke füllt, die ich hier habe. Die bisherigen Netzteile, die gingen alle nur so bis etwa 50 Volt. Mit dem Paket haben wir dann eine wunderschöne Anleitung in Chinesisch. Oh, ja, sie ist sogar in Englisch mit dabei. Auch wenn die sehr überschaubar ist, denn hier steht irgendwie nichts von diesen 120 Volt und so weiter. Nee, es ist halt eine allgemeine Anleitung. Auch mit dabei ein paar Spade-Connector-Gedönse, hier so Gabelschuhe mit Kroko-Clips an der anderen Seite. Vom Kabel her. Oh, nichts Besonderes. 3 Ampere würde ich jetzt nicht dauerhaft drüber laufen lassen, aber hey. Ein Kaltgerätekabel, was sich ein bisschen dünn anfühlt. Was haben wir? 3 x 0,75 Quadrat. Nee, wird schon passen. Es ist noch nicht so dünn, dass ich mir sonderlich Sorgen mache, aber wir messen es natürlich gleich mal durch. Und Überraschung, das Netzteil. Ja, wenn wir gucken von vorne, ist es wirklich sehr einfach aufgebaut. Wir haben einen On-Off-Schalter. Die beiden Ausgänge hier unten kombiniert Bananenbuchse und unten darunter dann, um was drunter zu klemmen. Hat es auch nur eine Bohrung für Kabel? Nein, es gibt keine Bohrung, dass man Kabel durchstecken kann. Da muss man also drauf verzichten. Und ja, hier oben bei den Anzeigen und Einstellungen, wir haben eine Grob- und Feineinstellung jeweils für Volt und Ampere und dann hier ein Display für Volt, Ampere und Watt. Naja, Constant Voltage, Constant Current gibt es auch noch. Ja, es gibt also keine wirklich digitale Steuerung. Man stellt es halt wirklich hier anscheinend über POTIs ein. Das hier sind auch One-Turn-Pots, also nichts mit Feineinstellung. Also schon, man hat halt ein eigenes für Feineinstellung, aber man kann sie halt wirklich nur eine Runde drehen. Und ja, ansonsten, hier unten löst sich schon, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, da löst sich schon so der Sticker von der Vorderseite. Also die Bildqualität ist überschaubar. Ja, gut, ansonsten relativ kompakt. An der Seite kann man schon so ein bisschen reinspinzen. Sieht dann jede Menge Zeugs und hier scheint sogar ein Trafo zu sitzen, ein größerer. Wobei das hier ein Schaltnetzteil sein wird, also nichts mit Linear oder so. Unterseite haben wir nochmal ein Datenblatt. Interessanterweise mit irgendwelchen Angaben, die nicht zur Typennummer passen. Und auf der Rückseite, ja, nicht ganz, was ich gerne sehe. Ich meine, wir haben da oben schon mal ein paar Zeichen, CE und nicht wegwerfen und Invoice, glaube ich, müsste das sein. Ob es stimmt, nee. QC Pass, ein Lüfter, der zumindest mal noch keinen Lagerschaden hat. Hier unten unsere Kaltgerätebuchse oder Stecker oder ja, Einbaustecker müsste es eigentlich sein. Mit dem Sicherungshalter. Steht nicht drauf, wie viel Ampere. Okay. Und hier ein Umschalter für 230 Volt und wahrscheinlich dann 110 Volt, 115. Bin ich eigentlich nicht so wirklich begeistert von. Gerade bei einem Schaltnetzteil soll es jetzt eigentlich kein Problem sein, da ein Universalnetzteil zu verbauen. Aber was weiß ich schon. Lassen wir es mal besser auf 230 Volt stehen. Sonst geht da gleich was schief. Dann gucken wir mal, ob hier wirklich eine Sicherung drin ist. Irgendwas, um die da rauszuholen. Und es ist eine Sicherung drin. Es ist keine Ersatzsicherung dabei. Was haben wir? Ah, come on. Ist auf jeden Fall gut eingeklippt. Ja, wir haben eine 250 Volt, flink 5 Ampere. So, passt das auch wieder rein? Jo. So, immerhin
Es gibt eine Sicherung. Ja, Da sind Schrauben, ne? Schalten wir es erst ein oder nehmen wir es erst auseinander? Ich glaube, wir nehmen es erst auseinander. Nur um sicher zu sein, es gab aus China ab und zu mal Netzteile, wo dann zum Beispiel die Erde nicht angeklemmt war oder solche Späße. Da ist es wahrscheinlich dann durchaus besser, wenn man erst mal zerlegt, nachguckt, dass alles in Ordnung ist, eventuell mal durchmisst und dann das Ding an den Strom klemmt, ne? So, und da wir heute ja faul sind, missbrauchen wir mal den Akkuschrauber hier. Immerhin, die Schrauben scheinen bisher gleich lang. Oh, halt, stopp. Es sind unterschiedliche Schrauben. Wir haben hier vorne Self-Tapping und unten und hinten haben wir Maschinenschrauben. Und auch noch unterschiedlich lang zum Teil. Okay, dann sortieren wir die uns mal besser. Okay, also die beiden vorderen oben sind in Plastik, die sind Self-Tapping. Und auf der Seite mit dem Stromschalter unten haben wir eine etwas längere. Und das hier haben wir dann im Inneren. Okay, das ist mehr als erwartet. Wir sehen schon hier eine wunderschöne Metallplatte hinten, die wohl als Kühlkörper dient für die Geräte, die wir hier haben. Das Ganze, also, das ist einfach nur ein bisschen nach außen geflext jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, schief. Nee, ist nicht schief. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben keine weitere Sicherung. Wir haben die drei Eingangskabel, die hier reinkommen. Nee, die sind die Farben falsch. Okay. Also, der N, der hat hier ein braunes Kabel, geht direkt aufs Board. Der L geht nach unten über den Sicherungshalter, geht von da aus dann per Kabel vorne zum Schalter, von da aus zum Board mit einem grünen Kabel. Okay. Heißt also hier vorne dieser Power Switch, der schaltet tatsächlich die komplette Spannungsversorgung aus. Dann haben wir, was ist das denn? Ach, das ist der 110 Volt und 240 Volt Umschalter. Am Eingang selber haben wir dann zwei Suppression Caps, die blauen da unten. Die sollen dann Störungen rausfiltern, die gehen gegen Erde. Erde im Übrigen auch direkt hier aufs Board drauf und mit Metall dann auf der Platte. Und die Platte, die hängt hier dran. Okay, das müsste gehen. Was mich ein bisschen wundert, hier unten sind eloxierte Schrauben. Die leiten jetzt normalerweise nicht so gut, aber es ist Metall auf Metall, das müsste eigentlich nur ausreichen. Eingangfilterung C, ein Common Mode Choke, nochmal ein Kondensator, dann hier ein NTC, wahrscheinlich ein bisschen Anlaufgedönse oder sowas. Der Full Bridge Rectifier. Zwei Full Bridge Rectifier. Okay, wir teilen uns. Scheint so, als ob es da zwei Pfade gibt. Es gibt dann einmal den großen Gleichrichter, der hier die versorgt. Das wird dann für die Ausgangsspannung sein. Und es gibt hier einen kleinen mit dem Chip hier hinter, DK 112L. Das wird ein kleines Netzteil dann nochmal sein, was die ganze Steuerung versorgt. Speaking of Steuerung, ich würde vermuten, dass das meiste dann hier über das Kabel rübergeht. Der Digitalpart hier vorne, der Analogpart mit ein paar Op-Amps hier hinten. Was ich ein bisschen interessant finde, ist jetzt, dass hier nochmal eine Spule oder ein Trafo ist. Den kann ich aktuell nicht zuordnen, was die beiden machen sollen. Vielleicht ein bisschen Filterung der Ansteuerung, aber das ist eigentlich Overkill. Naja, wie auch immer, wir haben dann hier hinten ein paar KPS M2107, jedenfalls laut Aufdruck. Eine Diode zum Temperaturfühlen vermutlich. Und hier oben einen großen mit einer Plastikscheibe dahinter. Okay. Und relativ großen Widerständen, der wird wahrscheinlich dann den Ausgang machen. Das heißt, hier wird zusammengesetzt, hier wird das Ganze gefiltert. Ah, so funktioniert das. Okay, wir haben hier die Netzspannung, die wird hier über die beiden aufgesplittet und eine AC wieder gemacht mit hoher Frequenz. Die geht über den Trafo und der macht dann die Ausgangsspannung von dem, was aus dem Trafo rauskommt. Okay, jetzt macht das Ganze auch soweit Sinn. Wird dann hier gefiltert, hier ein paar Elkos, auch wieder mit großen Widerständen, 1,63, 16 Kiloohm, seltsamer Wert, aber gut. Einfach um die zu entladen. Hier
den R20, dieses Metallteil hier oben, das ist der Shunt. Damit wird der Strom gemessen. Hier nochmal eine Spule zum Filtern, nochmal ein Kondensator, nochmal ein Kondensator, noch ein paar Y als Suppression, also um irgendwelche Störungen abzuleiten, dass die nicht in die Luft gehen. Und von da aus geht es über hier die beiden Kabel dann zu den Ausgangsbuchsen. So, fehlt noch das und das. Schrauben wir gerade die Vorderseite auch noch ab. Da sind hier unten noch mal ein paar Schrauben. So, können wir uns das auch noch angucken. Ja, fangen wir mal hier mit dem an. Das ist die Rückseite vom Displayboard, was an der Vorderseite da ist. Auf der Rückseite von dem Ding erstmal nicht viel zu sehen. Wir haben zwei Trim-Potis, wo wir Volt und Ampere einstellen können. Ich schätze, das ist die Kalibrierung für die Volt und Ampere-Anzeige auf der Vorderseite. Wenn wir uns sonst das Board mal angucken hier, dann sehen wir erstmal nicht so viel. Wir haben entsprechend die Potis, die vorne rausgucken, die drei Anzeigen hier mit jeweils 3 7-Segment-Anzeigen oder 8 mit dem Punkt und ein bisschen Zeugs dabei. Fangen wir mal rechts an. Wenig überraschend sind das Spannungsregler. Wir haben hier einen alten Bekannten, der AMS11173,3. Der macht 3,3 Volt linear. Und dann die beiden hier. Das ist einmal ein 79L05, der macht minus 5 Volt und ein 78, ich glaube S05 müsste das sein in der Bauform, der macht plus 5 Volt. Wir haben also minus 5 Volt und plus 5 Volt. Im oberen Bereich, da haben wir dann schon ein bisschen mehr, nämlich diese drei Chips. Fangen wir mal links an, der TM1640B. Das ist ein spezieller IC, um LED-Anzeigen zu multiplexen. Das heißt also zum Beispiel hier diese 7-Segment-Dinger. Der kann insgesamt 8 Sektionen mit 16-Bit ansteuern, also 128 unterschiedliche Segmente. Und der kümmert sich intern dann um das ganze Multiplexing, um Helligkeitsregelungen und solche Späße. Und vom Mikrocontroller braucht man nur 2 Leitungen, die entsprechend die Daten seriell da reingeben. Und Überraschung, was haben wir hier? 2 Leitungen, die hier rüber gehen zu dem Chip. Und der Name ist gerade schon gefallen, Mikrocontroller Nuvoton, relativ bekannter Hersteller für solche Mikrocontroller. Wir sehen hier auch eine MS51FB9AE. 51 im Namen, ja, das ist mal wieder ein 8051 kompatibler Prozessor. In dem Fall hier läuft er mit 24 MHz, hat 16 KB Flash mit dabei, 1 KB SRAM und diverse Timer und Interfaces. Dazu kommen 8 Kanäle mit einem 12-Bit ADC, womit wir also hier irgendwelche analogen Sachen lesen können. Und ich gehe davon aus, dass das tatsächlich auch benutzt wird, dass der hier analoge Signale liest, die Spannung und Strom dann darstellen. Verarbeitet das Ganze, rechnet dann auch noch zusätzlich die Watt aus, die auch angezeigt werden. Und die ganzen ausgerechneten Segmente, die gehen dann an den hier zum Anzeigen. Jetzt müssen natürlich die analogen Signale irgendwo noch herkommen. Überraschung, was haben wir rechts daneben? OP07C, das ist ein Einkanal-Op-Amp, niedrige Offset-Spannung wird hier ganz groß beworben. Ich gehe davon aus, dass der dann genutzt wird, um die Stromverstärkung zu machen, eventuell vom Shunt oder sowas, um entsprechend das dann hier anzuzeigen. Gut, damit ist, denke ich, hier das Board soweit klar. Hier die ganzen analogen Signale von denen, die gehen einfach direkt hier unten wieder auf den Verbinder. Den haben wir ja schon gesehen, der geht zum Hauptboard hier, ist auch irgendwie beschriftet mit Dingen, wo ich keinen Plan habe, was die Abkürzungen alle heißen sollen. Aber wir landen dann in dieser Sektion hier. Und wie unschwer zu vermuten ist, ist die Sektion dann wahrscheinlich dafür da, die ganze Einstellung zu machen. Das heißt also, die Werte zu generieren, was denn die eigentliche Netzteilsektion dann an Spannung rausrücken soll. Auch hier haben wir wieder 2 Potis, um hier Spannung und Strom einzustellen. Das ist also dann die Ausgangsspannungseinstellungsgedönsis. Ansonsten 3 ICs und hier oben nochmal ein kleiner Transistor, der ist hier direkt am Anschluss für den Lüfter. Also ich denke, da können wir relativ sicher sein, dass das einfach nur ein Signal bekommt vom Mikrocontroller. Hier mach mal Lüfter an. Die anderen ICs hier, die können wir, denke ich, relativ schnell durchgehen. Die beiden hier, 358, LM358, das wäre ein Dual-Kanal-Operationsverstärker.
relativ bekanntes Bauteil. Wenn wir hier auch gucken, einer der, oh, nee, never mind. Einer hiervon scheint tatsächlich den Lüfter zu steuern. Das heißt also, die Temperaturüberwachung läuft ja auch in Hardware. Das ist natürlich schon ein Vorteil, weil das heißt, selbst wenn der Mikrocontroller crasht, solange der hier Strom hat und das Signal bekommt, hier, was macht denn gerade die Temperatur da hinten, schaltet der im Zweifel den Lüfter auch an. Gut zu wissen. Und ja, der hier wird wahrscheinlich dann die Strombegrenzung noch so mit umsetzen, dass entsprechend das auch funktioniert ohne Mikrocontroller. Daneben haben wir den hier, TL494C. Das ist ein PWM-Controller. Und ich bin mir ehrlich gesagt nicht 100% sicher, was die damit veranstalten. Denn eigentlich kann der hier nur bis 40 Volt. Vermutlich werden sie den irgendwie missbrauchen, um ein PWM-Signal zu generieren, was sie dann irgendwie hier über diesen Trafo dann in die andere Sektion rübergeben, die dann wiederum den großen Trafo daneben ansteuert. Also das sieht schon irgendwie etwas abenteuerlich aus. Aber irgendwie funktioniert es offensichtlich. Okay, genug Theorie. Gehen wir mal zu Dingen rüber, die man messen kann. Dafür muss das Ganze aber erstmal wieder zusammen. Also machen wir uns mal den Spaß und schrauben eine Runde. Okay, nächste Baustelle dann. Klappt denn überhaupt Erdung und so weiter? Wo ist das Stromkabel von dem Ding hin? Das hatte ich doch eben noch in der Hand. Nehmen wir das hier. Dann gucken wir doch einfach mal, was das so sagt. Ich habe jetzt hier meine Stromversorgung. Ich würde sagen, wir fangen einfach erstmal damit an zu gucken, ob überhaupt hier die Erdung durchgängig ist. Also rein da. Aktuell ist noch kein Strom drauf. So, Gehäuse dran. Dann schauen wir mal. Ich teste jetzt mit 25 Ampere. Mit einer niedrigen Spannung, ob wir 25 Ampere hier drüber bekommen, was wir da für einen Widerstand haben. Und das sind 0,32 Ohm. Das ist, mal gucken, ob wir hier an einer anderen Stelle ein bisschen besseren Kontakt bekommen. Sicher kein komplett kalibriertes Ding. Also ihr seht ja, hier ist auch Rost an meiner Klemme. Ne, 0,32 Ohm. Im Zweifelsfall reicht das. Gut, gucken wir mal sonst, wenn wir es einschalten, wie sieht es dann aus? Okay, keine Änderung, ist auch gut so. Die Erde ist ja nicht über den Schalter, sondern direkt mit dem Gehäuse verbunden. Dann gucken wir mal, was der Fuse Current sagt. Das sieht auch gut aus. Und dann machen wir mal einen Test, Ableitstrom. Jetzt wird wirklich Strom draufgegeben, also Finger weg und kein Ableitstrom in Richtung Erde. Wunderschön. Ich sehe hier vorne ein paar Nullen. Also an ist es auch gegangen. Okay. Nichts direkt, was aussieht, als ob das Ding explodieren würde. Dann würde ich sagen, klemmen wir es mal ans normale Stromnetz. Wobei, wir machen erstmal den Deckel drauf. Müssen uns hier nicht selber unter irgendwelche Spannung setzen. Ja, nett. Da hinten reißt schon das Gewinde aus. So dünn ist das Blech. Naja, gut. Das ist wieder zusammen. Dann gucken wir doch einfach mal, was bei rumkommt, wenn wir das Ding einschalten. So, würde ich sagen, wir probieren das mal. Eingesteckt ist. Das heißt, ich müsste jetzt einschalten können. Okay. 0 Volt, 0 Ampere, 0 Watt. Es gibt im Übrigen kein Output on-off. Das heißt also, es kommt immer Spannung raus, sobald wir einschalten. Muss man also immer aufpassen, dass man erst einstellt und dann die Last anschließt. Sonst kann es passieren, dass man zu viel hat. Und ich drehe und es passiert nichts. What the? Das ist nicht gut. Ach so, wir sind im Constant Current. Okay. Drehen wir den mal hoch. Jetzt sind wir im Constant Voltage. Jetzt müsste man auch hierher. Es ist sehr touchy, wie zu vermuten. Also 5 Volt einstellen, da braucht man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl. Und wenn wir hochdrehen, 34, 50 Volt, 60, 70, 80, 90, 100 Volt, 104. Okay, was ist mal, wenn wir mit dem Fine Adjust hochgehen? 122, wobei er dann sehr unglücklich klingt, um es mal so rum zu sagen. Ich weiß nicht, ob man es auf der Konsole
Kamera hört. Also ich habe irgendwie so meine Befürchtung, dass da Dinge drin sind, die definitiv keine 100 Volt plus aushalten. Das klingt so, als ob da irgendetwas überschlägt. Na gut. Gucken wir mal alternativ, was es heißt. Wenn wir was machen, im Übrigen, jetzt achtet mal drauf, wie lange der braucht, um hier runter zu gehen. Ist die ganze Zeit schon fast auf Null gedreht. Und ja, zumindest mal ohne Last dauert das sehr lange, bis dass der da entsprechend runter geht. Na gut, Multimeter. Gut, und das Ding ist so grob. Da holen wir einfach mal hier unsere Zange. Die muss da ausreichen. Wichtig im Übrigen, auch wenn wir jetzt hier davon reden, dass das hier ein Labornetzteil ist und dass da DC rauskommt, wir können hier über die Schwellen gehen, wo man normalerweise sagt, okay, das ist problemlos, das kann man gefahrlos berühren. Das heißt also, auch hier bei diesen Steckern sollte man die behandeln, als ob da wirklich Netzspannung drauf ist und nicht direkt dran packen. Das könnte sonst ein bisschen Aua tun, selbst wenn hier halt kein technischer Fehler auftritt und das Ding sauber funktioniert. Na gut, dann schauen wir mal, vergleichen ein bisschen. So, wir sind jetzt hier auf 0,0 Volt. Das würde ich hier erstmal so unterschreiben wollen. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt hier hochdrehen. 10 Volt, 10,03, okay, das sieht gut aus. 23,5, 23,59, 36,7, 36,8, 63,5 ist drin, 68,4 ist und 100 Volt, ja. Also ich würde prinzipiell sagen, Spannungseinstellung ist nah genug dran. Es ist halt nichts für Präzisionsmessungen oder irgendwas. Das sieht schon mal ganz gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir noch einen Test mit einer Runde Strommessung. Das heißt, ich gehe jetzt mal hin, hole mir hier die beiden Enden und schließe die jetzt mal hier komplett kurz. Also, bin da nicht so überzeugt. Nehmen wir hier ganz knapp über das Constant Current Limit. Das ist jetzt 90 mA. Das klingt auf jeden Fall deutlich besser. Wir sehen jetzt hier 1-2 mA und wenn ich zusammen mache, 140 mA sagt der hier. Der sagt 110. Ich habe die dumpfe Befürchtung, dass das auch ein bisschen sehr viel Ripple drauf hat. So wie das klingt. Eher ungesund. Okay, das sieht mir zu seltsam aus. Packen wir mal das Oszilloskop aus und gucken, ob wir damit noch irgendwas sehen, was ein bisschen seltsam aussieht, weil, wie gesagt, ich fürchte, es ist ein bisschen mehr Ripple, als das sollte. Ja, ich klemme den mal hier an den Ausgang und dann gucken wir mal. Was haben wir als Maximum? Maximaler Eingang 400 Volt. Okay, da bleiben wir hoffentlich hier mit drunter. Ja, wenn wir jetzt mal hier drauf gucken, ohne Last hat er so 50 Millivolt bis 100 Millivolt Peak-to-Peak. Das ist eigentlich ganz okay. Jetzt machen wir den Spaß mal mit einem Kurzschluss. Weniger schlimm als erwartet. Wir sind nahe Null und haben dann irgendwie so 300 Millivolt, die ja mal hochgeht. Nicht schön, aber vom Geräusch her hätte ich da Schlimmeres erwartet. Und hier mal mit was Last. Ich habe jetzt ein LED-Panel dran. Wie wir sehen, er läuft gerade bei knapp 60 Volt mit 600 mA. Macht also 36 Watt in etwa. Und prinzipiell läuft er. Was mich gerade auch noch so ein bisschen wundert, ich höre nichts. Das heißt also, der Lüfter, der bleibt wohl aus, bis dass er wirklich da so warm ist, dass er angehen muss. Wir lassen den einfach mal so einen Moment laufen. Ja, und nach 10 Minuten bei 35 Watt Ausgangsleistung, ein bisschen drüber. Immer noch alles kühl, kein Lüfter. Also, boah. Also von so einer Last lässt er sich anscheinend nicht wirklich beeindrucken und kann sie auch längere Zeit halten. Ja, das ist also das NPS 1203W. Entsprechend, ja, ein sehr günstiges Netzteil, was aber halt mit der Spannung so hoch kommt, wie ich das haben wollte. Das war ja mein Ziel.
Prinzipiell funktioniert es. Ich muss aber ehrlich sagen, dass mich die Geräusche, die da rauskommen, doch etwas stören. Das klingt auf jeden Fall nicht ganz so vertrauenserweckend, wie ich das von einem Netzteil gerne haben würde. Ich meine, hey, immerhin, ich habe nichts direkt gemessen, was so aussieht, als ob es ein sehr großes Problem ist. Das ist schon mal ganz gut. Keine groben Schnitzer drin, aber trotzdem dieses komische Spulenfiepen, was wir da haben, das muss eigentlich nicht sein. Insbesondere, weil es ja nicht wirklich irgendwie einem Muster folgt, dass man sagen kann, okay, der regelt halt gerade nach. Sondern es ist ja wirklich mehr oder weniger wie Rauschen. Das heißt also, irgendwas ist da doch, nennen wir es dem Zufall, überlassen worden. Würde ich es mir nochmal kaufen? Keine Ahnung. Aktuell habe ich, wie gesagt, nicht so viele Projekte, bei denen ich diese hohen Spannungen brauche. Und für kleinere Spannungen habe ich halt vernünftigere Sachen. Ich würde mir das Gerät also nicht als einziges Labornetzteil holen, insbesondere wegen halt der schlechten Einstellbarkeit hier mit den analogen POTIs. Das ist nicht mein Fall. Das Ding hat keine PC-Schnittstelle. Die Messwerte hier vorne kann man nicht irgendwie aufzeichnen. Aber das steht ja auch so in der Beschreibung. Und am Ende, es ist halt ein sehr günstiges Netzteil für Spannungen bis 120 Volt und für Ströme bis 3 Ampere. Er scheint es halbwegs hinzubekommen, auch wenn es sich dabei nicht immer so gesund anhört. Aber es ist bisher noch kein Rauch rausgekommen. Und wie gesagt, grobe Fehler auch nicht zu sehen gewesen. Ja, das heißt, ich denke, das können wir fürs erste Mal verbuchen unter es tut, was es soll.